Oberlider können stark erschlaffen bis hin zur Gesichtsfeldeinschränkung. In solchen Fällen kann eine Lidstraffung sinnvoll sein. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass keine Pseudoerschlaffung vorliegt, die aufgrund herabgesackter Augenbrauen entsteht. Unterlider wiederum können durch zum Beispiel Tränensäcke, Hautfältchen oder eine tiefe Tränenrinne ein stark ermüdetes Aussehen vermitteln. Auch hier kann eine Korrektur zu einem frischeren Äußeren führen. Im Vorfeld der Behandlung ist eine ausführliche Beratung und genaue Analyse erforderlich. Hierbei wird die Methode der Korrektur festgelegt, um das individuell optimale Ergebnis zu erzielen. Während des Eingriffs werden dann die überschüssige Lidhaut entfernt und Korrekturen an Muskel und Fettkörper vorgenommen. Die Operation kann ambulant und in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Vielfach wird jedoch eine Dämmerschlafnarkose gewünscht. Um Risiken zu minimieren, sollten weder Bluthochdruck noch Blutgerinnungsstörungen oder Augenerkrankungen vorliegen, damit keine Nachblutungen entstehen. Der Operateur sollte äußerst sorgfältig vorgehen und keine Überkorrekturen produzieren, damit der Lidschluss erhalten bleibt, keine Lidheberschwäche entsteht und ein Triefauge sicher vermieden wird. Dementsprechend ist die Erfahrung des Operateurs von hoher Bedeutung. Um Schwellungen und Nachblutungen zu vermeiden, sind die Augen in den ersten Tagen zu kühlen. Ebenfalls sind Ruhe und Schonung dringend anzuraten. Die Fäden können bereits nach 5 bis 7 Tagen entfernt werden. Kleinere Einblutungen verschwinden nach ca. 10 bis 14 Tagen und die Gesellschaftsfähigkeit ist wiederhergestellt. Leichte Rötungen der Narben sind für 2 bis 3 Monate zu erwarten, können aber gut überschminkt werden. Nach vollständiger Ausreifung der Narben sind diese in aller Regel nicht mehr erkennbar.